was laufen. Bernie, deine erste Runde. Oder? Jo. Alles wird aufgenommen, kein Schmarrn erzählen, gell? Ich gebe mir Mühe. Was ist denn jetzt los hier? Stau. Ist hier Karfreitag oder was? Kann man sich so viele Aufkleber aufs Auto raufhauen? Hey Bitch, FC Köln, Pitbull Germany, Senna. Was ist denn das alles? Oh, was haben wir da? Ein Supra? Toyota? Oder Supra? Ist das Supra? Der sieht mal nicht schlecht aus. Da gibt es einen schönen Zug gerade, die sind alle ziemlich flott. Boah. Das passt ganz gut. Also der GT3, die Supra. Nordschleife kennt ja wohl jedes Kind. Aber wusstet ihr, dass es früher noch einen zweiten Teil sozusagen gab? Die Südschleife. Die wurde jetzt ersetzt durch den Grand Prix-Kurs, aber ein Teil der alten Südschleife ist noch vorhanden und ich suche gerade danach. Also ich melde mich gleich wieder. So, ich glaube, hier ist er. Die alte Südschleife wurde teilweise umgebaut in eine Bundesstraße, die jetzt sozusagen zu den Parkplätzen geht. Aber es ist noch genau derselbe Streckenverlauf wie damals. Also schaut zu. 7,2 Kilometer lang war die Südschleife. Und diese Straße hier ist genau gelegt nach der alten Rennstrecke bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das hier ist ein alter, originaler Teil der Südschleife. So sah das ja damals aus, als sie mit über 250 km/h hier lang gedonnert sind. Ein altes Stück Geschichte auf jeden Fall, das jetzt so ein bisschen in einen Parkplatz umgewandelt wurde. Aber wir gehen jetzt mal ein Stück in die Richtung weiter und schauen uns an, ob vielleicht noch irgendwo ein Stück Geschichte rumliegt. Wer weiß.
Dieser Teil der alten Südschleife wird immer noch benutzt heutzutage. Hier wird manchmal eine Rallye ausgetragen und es werden hier auch Fahrradveranstaltungen abgehalten. Deswegen ist es hier noch in einem relativ guten Zustand, sage ich mal, mit den Bäumen, die gekürzt sind. Aber die wenigsten wissen überhaupt von diesem Teil der Geschichte der Nordschleife. Und es ist irgendwie ein bisschen schade, weil es ist echt beeindruckend hier. So, erstaunlicherweise ist heute am Sonntag der Grand Prix-Kurs auch auf. Nur die Kurzanbindung, aber mit der Mercedes-Arena. Oh, lass uns schon rein. Und das ist jetzt mein zweites Mal, dass ich fahre. Vorhin bin ich schon mal gefahren. Es sind relativ wenig Autos und es kann sein, dass wir noch reingekommen sind, aber Vater im Turbonanet. Hihi. Ja, also ich bin wahrscheinlich mit Abstand wieder das langsamste Auto auf der Strecke, aber es kann auch sein, dass wir jetzt eine Challenge haben, nämlich nicht überrundet werden.
schau mal. Der liegt und leckt um mir. Wow, was hat der Grip? Da hat er aber auch fette Schlappen hinten drauf. Ja, ja, fette Schlappen, Semi-Slicks und Flügelwerk und alles. Ja. Kein Wunder. Boah, der lenkt einfach rein und das Auto macht, was er will. Ja, vor allem, das was ist. Hast noch genug Schub, oder? Die Elise hat es gerade hinter uns gedreht. Thank you.
die gehen jetzt richtig im Weg um. Das war jetzt richtig scheiße, was die gemacht haben. Genau, an der Kurve wollt ihr jetzt innen durch. Ihr seid auch solche Helden. Komplett Speed verloren. Klingt scheiße. Karussell! Juhu! Gekommen. Und oh, nicht der RS, oder? Ich glaube schon. Da, ich glaube, den Fokus hat es erwischt. Sag mal. Oh ne, den hat es erwischt. Guck mal. Au. Au. Aua. Ja, der RS steht, glaube ich, nur auf der Seite, weil. Ein paar McLaren rum.